CSU-Landtagsfraktion hat heute getagt. Minister Hallmann hat erklärt, dass er für das Amt nicht sich bewerben wird. Staatsminister Söder hat erklärt, dass er sich bewerben wird. Hat Ausführungen gemacht, warum und wie er sich das vorstellt. Das kann er jetzt dann selber insgesamt noch sagen. Die Fraktion hat dann einen Beschluss herbeigeführt, wie dies immer in diesen Fällen gemacht wird. Der Beschluss war einstimmig, Staatsminister Söder für diese Spitzenkandidatur vorzuschlagen. Die Sitzung ist sehr harmonisch verlaufen. Der Ministerpräsident hat großen Zuspruch für dieses Personalkonzept, das ja auch vorsieht, dass er als Parteivorsitzender nochmal antritt, erhalten. Es war großer, langanhaltender Beifall. Die Fraktion ist aufgestanden, hat ihm stehend applaudiert aufgrund dieses Vorschlags. Genauso wurde auch die Ausführung von Staatsminister Söder, Staatsminister Herrmann und Staatsministerin Aigner mit Beifall quittiert. Es ist also so, dass dieses Abstimmungsergebnis die Stimmung in der Fraktion hervorragend widerspiegelt. Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht. Wir wollen einfach die PK. Ja, das ist dieses Ergebnis. Lieber Thomas, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt ja spannende Wochen hinter uns in der CSU. Und ich glaube, wir werden mit dem heutigen Tag ein neues Kapitel wieder beginnen können. Der Ministerpräsident und Parteivorsitzende hat seinen Vorschlag heute unterbreitet und fiel in der Tat auf große Zustimmung. Das beinhaltet zum einen, und ich unterstütze das ausdrücklich, dass Horst Seehofer wieder als Parteivorsitzender antritt. Ich halte das für eine richtige Entscheidung, gute und starke Entscheidung, weil nämlich damit klargemacht wird, dass wir in den schwierigen Verhandlungen in Berlin auf der Bundesebene stark präsent sind. Es kommt ganz darauf an, dass die CSU zeigt, dass sie in Deutschland Verantwortung übernimmt und auch die Inhalte, die für Bayern wichtig sind, in der CSU dort präsent zeigen kann, und das kann ein Parteivorsitzender Horst Seehofer mit Abstand am stärksten. Deswegen volle Rückendeckung, volle Unterstützung an der Stelle für diesen Parteivorsitz. Und es ist auch ein großer Respekt, dass er andererseits auch vorschlägt, dass wir hier in München neue Wege gehen. Wir haben beide lang miteinander geredet, oft auch immer vertraulich. Es waren sehr, sehr gute Gespräche. Und der Weg, der jetzt beschritten wird, ist, glaube ich, ein starker und guter Weg, weil er die Chance jetzt bietet, auch wieder zusammenzukommen. Wir müssen jetzt als CSU wieder mehr miteinander als übereinander reden. Das Paradoxe ist ja, Bayern ist ein Superland. Wir haben im Vergleich zu allen anderen Bundesländern mit Abstand die stärksten Ergebnisse. Ein neues Kabinett bilden oder werden Sie das Kabinett so übernehmen? Was für eine beeindruckende Frage jetzt. Wir handeln immer verfassungsgemäß, Herr Watzke, auf jeden Fall. Und deswegen aber bei solchen Fragen beschäftigt sich heute noch keiner. Herr Umlauft. Ist es richtig, dass die Abstimmung per Akklamation und nicht per geheimer Wahl stattgefunden hat? Und warum ist man von dem ursprünglichen Plan der geheimen Wahl abgekommen, wenn das so gewesen sein sollte? Es ist richtig, dass wir per Akklamation abgestimmt haben, wie immer in der Vergangenheit, seit ich dabei bin. Es war zum Zeitpunkt, als dies besprochen worden ist, noch nicht klar, ob es mehrere Kandidaten gibt. Und bei mehreren Kandidaten ist eine geheime Wahl natürlich vorzuziehen. Aber nicht, wenn ein Kandidat nur zur Verfügung steht. Wir haben es so gehandhabt wie immer bisher. Auch bei Horst Seehofer, auch bei Edmund Stoiber. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Wissig. Herr Kreuzer, wie hat denn der Herr Herrmann seinen Rückzug oder seinen Verzicht erklärt? Herr Herrmann hat dies schlüssig erklärt. Er hat gesagt, er hat mit sich gerungen. Ich würde Ihnen empfehlen, ihn auch selber zu fragen, aber das entscheidende Argument war, er wollte zur Einigkeit innerhalb der CSU beitragen, indem es jetzt eben nicht zu einer Entscheidung kommt, sondern dass man zu einer einmütigen Haltung kommen kann in dieser schwierigen Situation. Dies war für ihn am Ende der ausschlaggebende Gesichtspunkt. Ich darf nur ergänzen, wir haben selber gestern mehrfach miteinander geredet und es waren sehr gute Gespräche, wie wir insgesamt, also der gestrige Tag war wirklich ein starker Tag, auch des Vertrauens gegeneinander und miteinander. Und deswegen, glaube ich, war das eine,
ein wichtiger Schritt. Und Joachim und ich haben uns gestern auch lange ausgesprochen und auch auf diesen gemeinsamen Weg vereinbart. Und er wird eine ganz wichtige Säule auch weiter in der bayerischen Politik bleiben. Herr Röckerath. Herr Söder, Ihr Verhältnis zu Horst Seehofer war in den letzten Jahren bekanntermaßen nicht das Beste. Wie wollen Sie künftig, wenn er weiter Parteichef bleibt, sicherstellen, dass es jetzt künftig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geben wird? Ich glaube, jeder in der CSU ist sich der Verantwortung bewusst, in der wir stehen. Und es ist keine einfache. Wir haben ein Wahlergebnis gehabt, das ja seine Hauptursachen in Berlin hatte. Und wir wissen, dass auch mit dem Erstarken oder dem Entstehen eines neuen Herausforderers rechts von der Mitte ja das alte Dogma von Franz Josef Strauß sich verändert hat, nämlich dass da mit der AfD ein Herausforderer da ist, nach aktuellen Umfragen ja scheinbar relativ stark. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, vor der Geschichte zu bestehen, auch der CSU-Geschichte und vor der Geschichte dieses Landes. Und dazu ist es wichtig, dass die Stärksten eng zusammenarbeiten. Ich kann Ihnen nur eines sagen, in meiner Amtszeit, ich bin jetzt ja seit 2007 im Kabinett und war ein Jahr unter Günter Beckstein Minister, Europaminister, die ganze Zeit dann bei Horst Seehofer im Kabinett. Immer dann, wenn es ganz entscheidend und schwierig wurde, Sanierung der Landesbank zum Beispiel, das wohl die schwierigste Herausforderung war, haben wir immer eng und verantwortungsvoll für Bayern zusammengearbeitet. Und ich bin überzeugt, dass das gut möglich sein wird. Natürlich wird es jeden Tag im Alltag sich zu bewähren haben, aber ich glaube, auch die Gespräche der letzten Tage haben mir gezeigt, dass beide und alle, glaube ich, dieses Verantwortungsbewusstsein haben. Es geht ja um Bayern, es geht ein Stück um die CSU und es geht auch darum, die beste Formation für die Landtagswahl zu finden und die beste Formation ist immer gemeinsam. Nächste Frage, Herr Deutschländer. Zwei kurze Fragen. Bleiben Sie so lange Finanzminister und wenn Seehofer Parteichef ist und Sie Ministerpräsident, wer ist dann der Chef? Erstens ja. Und zweitens ist es so, dass der Parteivorsitzende der Vorsitzende der Partei ist und ein Ministerpräsident ist Ministerpräsident. Und Sie haben beides gemeinsam, Sie sind Mitglied der Fraktion und die hat auch noch einen Chef. Hans Oberberger. Haben so ihre Tücken, das hat auch die CSU schon gemerkt, und auch bei so Last-Minute-Wechseln hin von Kritik zu Einigkeit hat man vor der Bundestagswahl mit Frau Merkel schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wie werden Sie denn Ihr Verhältnis zu Herrn Seehofer die nächsten Monate austarieren, damit das glaubwürdig als Doppelspitze überkommt? Glauben Sie mir, wir alle, es geht nicht nur um zwei Personen, es geht um viele. Wir alle wissen noch einmal, dass dieses Land, der Freistaat Bayern, aus unserer Sicht das schönste Land der Welt ist. Ein großartiges Land. Wir haben auch Herausforderungen, ist keine Frage. Die gilt es auch weiter zu beantworten. Es gilt auch, das Land weiterzuentwickeln. Aber im Grunde genommen steht Bayern doch blendend da. Es wird wenig Länder geben in der Welt, die vergleichbar stark sind. Und dieses Erbe, dieser Auftrag, den gilt es ja nicht einfach wegen persönlicher Dinge auszublenden, sondern im Gegenteil, es ist die Herausforderung, dies anzunehmen. Entweder wir schaffen es, vor der Geschichte zu bestehen an der Stelle und für die Menschen endlich was zu entwickeln. Ich glaube, dass die Bürger jetzt auch sich einfach erwarten, nach diesen Diskussionen, die notwendig waren. Ich glaube auch, dass der Bürger erwartet hat, dass irgendwann Entscheidungen fällen. Aber der Bürger wird sich jetzt doch sehr darüber freuen, wenn wir uns mehr wieder um ihn kümmern als um uns. Und da hat jeder seinen Beitrag zu bringen und ich bin ganz sicher, dass das gelingen wird. Frau Schröpf. Es gab ja viele Unruhe auch an der Basis. Was macht Sie denn so sicher, Herr Söder, dass die Basis und auch die Delegierten beim CSU-Parteitag, die 1000, Ihnen da im Dezember mit diesem Kurs folgen werden und dem Herrn Seehofer mit einem guten Ergebnis ausstatten? Auch für die CSU gilt immer der Grundsatz, erstens kollektive Vernunft und kollektive Verantwortung auf der einen Seite und zweitens einmal, ich glaube, dass die Leute einfach froh sind, dass jetzt mal die Entscheidungen feststehen. Das, was die meisten am stärksten verunsichert war, dass sie nicht klar waren, wie geht es jetzt weiter, in welche Richtung. Und dass sie dann auch jeden Tag jeden Ortsverband nochmal besucht haben und gefragt und getestet haben, was auch ganz zulässig ist. Das ist jetzt keine Kritik, sondern es ist halt so. Und ich glaube, dass einfach die Leute froh sind, wenn es jetzt endlich mal eine Entscheidung gibt und sie auch den Eindruck haben, dass jetzt eine
gute und eine starke Lösung vorgelegt wird, die auch tatsächlich die breiteste, muss ich wieder die breiteste Akzeptanz in der Partei findet. Und wir haben uns gestern getroffen, ich will da nichts dazu sagen, das wird dann der Parteivorsitzende und Ministerpräsident nochmal in seiner Presse sicher ausführen, aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Wir haben heute unseren Beitrag als Fraktion dazu gebracht. Jetzt ist gleich der Parteivorstand dran. Dann werden in den nächsten Tagen, wenn das alles sich so entwickeln darf und kann, dann werden in den nächsten Tagen auch nochmal die Bezirke, die Bezirksvorsitzenden, die Arbeitsgemeinschaften noch einmal auch dieses Ergebnis vertreten. Und ich glaube schon, sagen zu können, dass wir sehr optimistisch sind, dass wir am Parteitag damit große Akzeptanz finden. Wir müssen es auch tun. Wir haben auch eine Verantwortung. Übrigens nicht nur für Bayern, sondern auch für Deutschland. Auch Deutschland wartet auf eine starke und stabile Regierung. Der Kollege Trümmer. Und wir gehen noch mal live zu unserem Kollegen dort im Maximilianeum. Marlon Herrmann, Sie haben einen Gast bei sich. Eine Frau, die verzichtet, oder? So kann man das sagen. Und jetzt werde ich gleich die Frage vielleicht auch stellen an Ilse Aigner, die ja auch immer wieder gehandelt worden ist als eine der Nachfolgerinnen auf den Ministerpräsidentenposten hier in Bayern. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis, das es heute hier bei der CSU-Fraktion gab? Und ist damit der Burgfrieden in der CSU wiederhergestellt? Ja, ich bin erstmal wirklich froh, dass wir jetzt eine gemeinsame Lösung haben, weil wir uns in der Tat jetzt auf die nächsten Monate konzentrieren müssen. Sowohl in Berlin übrigens als auch in Bayern. Es sind ja wichtige Entscheidungen auch noch in Berlin zu fällen, aber auch in Bayern natürlich die Landtagswahl. Und da hilft es eigentlich, wenn man geschlossen in einer Formation geht. Und deswegen war das heute eigentlich ein Zeitpunkt, wo man mehr die Brücken gebaut hat und die Gräben zugeschüttet. Und und sich jetzt wieder mal auf die Themen zu konzentrieren, halte ich für das Beste, was wir tun können. Jetzt wurde heute bekannt, also Markus Söder wird die CSU als Spitzenkandidat in die Landtagswahlen 2018 führen. Horst Seehofer bleibt nach wie vor Ministerpräsident. Das erinnert so ein bisschen an 2007, 2008 nach dem Abgang von Edmund Stoiber und der Doppelspitze, die da eingeführt worden ist. Also jetzt wieder eine Doppelspitze. Ist das ein Erfolgskonzept für die CSU? Also grundsätzlich habe ich immer mich auch für Doppelspitzen ausgesprochen, weil es gerade in der jetzigen Aufstellung in Berlin sehr wichtig ist, dass jemand vor Ort ist, auch mit dem entsprechenden Erfahrungsschatz und dem Durchsetzungsvermögen. Und deshalb ist es in der Besetzung, wenn das der Parteitag so entscheidet natürlich, auch die beste Möglichkeit, die wir haben. Und in Bayern in der Tat müssen wir gemeinsam kämpfen. Es geht hier um die absolute Mehrheit zu verteidigen, die beim letzten Mal dementsprechend auf der Tagesordnung gewesen ist. Und da müssen alle gemeinsam helfen. Glauben Sie, dass Markus Söder sich, ich sage es jetzt mal, mit dem Ministerpräsidentenposten zufrieden geben wird? Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist eine Möglichkeit, zumindest erstmal den Frieden in der Partei herzustellen. Aber die letzten Umfragen sehen für die CSU ja nicht so gut aus. Da ist es ein weiter Weg bis zur absoluten Mehrheit. Also ich würde jetzt nicht um das Nächste schon wieder spekulieren. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass es heute eine gemeinsame Lösung gibt und dass wir vielleicht jetzt dann in den wohlersehnten Weihnachtsfrieden gehen können. Bevor es in den Weihnachtsfrieden geht, und Sie haben es angesprochen, die Koalitionsverhandlungen, die natürlich auch auf Bundesebene jetzt anlaufen. Die Frage, wann wird Horst Seehofer als Ministerpräsident vielleicht sein Amt schon zur Verfügung stellen und dann für einen Ministerposten in Berlin zur Verfügung stehen? Ist das etwas, womit wir schon im, ich sag mal, Februar, März nächstes Jahr dann rechnen können? Also auch dazu will ich nicht spekulieren, weil ganz im Gegenteil, wir jetzt die volle Formation in Berlin brauchen. Die SPD ist auch kein einfacher Partner, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und da wird es viele Gespräche geben und solange dieses nicht geklärt ist, würde ich auch darüber nicht spekulieren. Die Bayern sind ein Volk der Stämme. Sie sind Bezirksvorsitzende für Oberbayern. Mit Markus Söder wird ein Franke wahrscheinlich dann Ministerpräsident werden. Wie sieht es mit der Ausgeglichenheit auch der verschiedenen Interessen innerhalb der CSU aus nach dieser Entscheidung heute? Ja, erstens ist Horst Seehofer bekanntlicherweise auch ein Ministerpräsident und Parteivorsitzender, der aus Oberbayern kommt. Ich gehe davon aus, dass ich auch noch eine entscheidende Rolle hier spielen will. Und insgesamt geht es bei den Bürgerinnen und Bürgern darum, dass sie denen, die sie wählen sollen, vertrauen. Und da kommt es nicht auf die Landsmannschaft an. Herr Aigner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ja, soweit die Stimmen hier aus der Landtagsfraktion im Maximilianeum im Bayerischen Landtag. Und ich gebe jetzt erstmal zurück zu meinem Kollegen Stefan Kulle ins Studio nach Bonn. Ja, und